Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich war bei Joom und AliExpress shoppen und da das ganze China-Shops sind, dauert das Ganze etwas länger. Aber ich war auch letztes Wochenende mit meiner Familie bei Primark. Okay, eigentlich waren wir in Dortmund, aber da gibt es halt auch einen Primark und da sind wir reingegangen. Und da habe ich auch ein paar Teile gekauft, die ich jetzt auch mit in diesen Haul einbinde. Und das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Let's go! Ich fange an mit Primark. Da habe ich dieses Kissen hier. Also es gab es im Doppelpack geholt. Das ist so ein Mintgrünton. Und diese Farbe hier hat nur noch 3 Euro gekostet. Eigentlich hätte es 8 Euro gekostet. Aber die Farbe geht wohl aus dem Sortiment. Und deswegen hat es nur 3 Euro gekostet. Als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, ja, nimmst du mit. Die hatten dann noch welche in so einem Blush-Rosaton. Und auch so ein Aqua-Teal, sowas in der Art. Das fand ich auch richtig schön, aber die hätten halt 8 Euro gekostet. Und dann habe ich die hier gesehen und Mintgrün finde ich auch ganz schön. Und deswegen ist es das hier geworden. Das nächste Teil hat meine Mutter entdeckt und zwar eine Einhorn-Wärmflasche. Die hat auch nur noch 3 Euro gekostet. Und ja, mega cute. Ein Einhorn, auch noch in Pastell-Regenbogenfarben. Finde ich mega niedlich. Als Wärmflasche ist es jetzt noch nicht zum Einsatz gekommen. Es sitzt die ganze Zeit hier dekorativ rum. Aber irgendwann kommt bestimmt der Tag, da wird es auch eingesetzt. Und was ich bei Primark immer sehr schön finde, ist die Home-Abteilung. Bei Kissen stammen ja auch schon aus der Home-Abteilung. Das Einhorn lag da, glaube ich, auch rum. Großartig, ich habe nur was aus der Home-Abteilung gekauft. Das letzte Teil, was ich gekauft habe, ist diese Plüschdecke. Die ist irgendwie 175 x 2,25 m oder so ähnlich. Also es ist eine größere Decke, nicht diese kleineren, die 150 mal irgendwas sind. Nee, die ist schon etwas größer, aber nicht ganz groß. Aber sie ist rosa und sie ist mega flauschig und die hat 14 Euro gekostet. Und als ich die gesehen habe, ich wollte sie mitnehmen. Gerade so Decken und sowas, da bin ich im Augenblick wirklich am Suchen, damit ich was für Fotohintergründe oder so finde. So was mir manchmal so vorschwebt. Das ist so flauschig! Oh, hier drin ist noch irgendwo eine Pappe. Ich habe die auch noch nicht wirklich so ganz ausgepackt. Ich habe nur diese Bänder drumherum weggemacht. Dann machen wir weiter mit Joom und AliExpress. Die Lichterkette gerade aus, wieder an. I don't know. Ich werde das Ganze im Werbung versus Realitätsstyle machen, wie ich es oft bei Sony Loop sehe. Ja, die ist in dem Modus irgendwie, dass sie an und wieder ausgeht. Okay. Gut zu wissen. Ich hoffe, ich erinnere mich noch dran, was ich von AliExpress habe und was ich von Joom habe. Ja, ist nicht ganz so einfach. Die Sachen, die zum Anziehen sind, werde ich auch vermutlich mit Tragebild von mir zeigen. Das erste Teil ist so ein trägerloses Bralette in Weiß. Also wenn man es so trägt, bei den Weißen ist es immer, egal in welchem China-Shop, man sieht diese wattierten Pads dadurch. Die kann man übrigens rausnehmen. An den Seiten ist so ein Loch hinten, dass man es rausnehmen kann. Die sind auch doppellagig. Und der Rückenausschnitt ist halt mega süß. Also zumindest finde ich das cute mit diesen ganzen Schnüren, die da ineinander verwuselt sind. Und ja, vorne ist spitze. Es ist auch super stretchy. Ja, anprobiert habe ich es jetzt noch nicht, aber ihr werdet das dann auf einem Tragefoto sehen. Dann ist etwas angekommen, das habe ich eigentlich in zwei Farben gleichzeitig bei demselben Verkäufer gekauft, aber angekommen ist bisher nur eine Farbe und das ist hellblau. Also manche Verkäufer bei Joom schicken einfach alles separat los, andere tun es zusammen in ein Paket und schicken es dann los. Also das ist reines Glücksspiel. Dieses Teil hier hat noch Träger separat mit dabei in einem Tütchen. Ist hellblau, hat auch wieder wattierte Cups, die man auch rausnehmen kann. Hier ist das sogar ein bisschen schöner gemacht, weil bei dem Weißen war hier nur ein Loch reingeschnitten. Also man hat das richtig gesehen, da war nichts umgenäht oder sowas. Aber hier ist bei dem Loch, wo man das rausnehmen kann, die wattierten Cups, noch alles umgenäht. Also es sieht deshalb auf jeden Fall schon mal hochwertiger aus.
Wieso dreht sich das denn jetzt nicht wieder zurück? Was ist das denn hier? Gar. Ich komme nicht drauf klar. Maximale Verwirrtheit. Okay. Diese Spitze. Jetzt weiß man auch, wie man es anziehen soll. Okay, wüsste man sowieso, weil wegen den Trägerhalterungen. Aber die Spitze ist vorne nur oben festgenäht. Unten kann man alles hochheben. Deswegen war ich gerade echt dezent verwirrt. Dann machen wir weiter mit einer Strumpfhose. Die ist weiß mit Blumen drauf. Davon werde ich auch ein Tragefoto zeigen. Also ich hoffe, das Ding passt. Ich habe immer die Panik, dass es zu kurz sein wird. Aber diese Panik habe ich nicht nur bei China-Online-Shops. Wenn ich hier in den Laden gehe und mir eine Strumpfhose kaufe, ich kaufe die meistenteils ein, zwei Nummern größer, damit sie auch von der Länge her passt. Leute, das hier ist in der Plastiktüte. Und dann ist das nochmal in der Plastiktüte. Also noch mehr Plastikmüll kann man auch nicht produzieren, oder? So sieht sie auf jeden Fall aus. Oben ist das Muster nicht. An den Zehen ist sie auch nochmal so verstärkt. Sieht so erstmal ganz in Ordnung aus. Die gab es auch noch in vielen anderen Farben. Aber ich habe mir erstmal eingekauft, weil so günstig sind die da auch nicht. Bei Primark kostet eine Strumpfhose, glaube ich, 3 Euro. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ihr seht es eingeblendet, die hat 5 Euro oder sowas gekostet. Oder 6, keine Ahnung. Ja, also Primark ist da günstiger als ein China-Online-Shop. Bei Strumpfhosen habe ich mir gleich noch eine gekauft. Und zwar eine... Ich glaube, ihr könnt es schon ein bisschen erahnen. Hier vorne sind so Schuppen in Pink. Diese Strumpfhose, ey, wow, als ich die gesehen habe, absolute Liebe. Wie geht denn dieser Schmand hier auf? Eine Mermaid-Style-Strumpfhose, die ist so cute. Die gab es auch noch in Grün, Lila, Silber, Gold und ich glaube Blau. In Lila würde ich mir die gerne auch noch holen. Aber die war auch nicht gerade günstig. Und deswegen habe ich mir erstmal nur eine geholt, um zu gucken, ob die gut passt. Weil sonst hat man gleich zweimal Geld ausgegeben und es passt keine von beiden. Das ist auch nicht so toll. In Lila sieht die nämlich richtig cool aus. Weil das Lila, wenn das so schimmert, sieht es quasi aus, als wäre es so weißlich. Also so ein richtig icy Lila, zumindest von den Internetfotos her. Ich finde das richtig schön. Ich hoffe, die sieht auch angezogen schön aus. Also was ich jetzt schon mal sagen kann, vom Internet her sahen die Schuppen etwas größer aus und weniger Schuppen auf jeden Fall. Nicht so krass viele. Ich weiß jetzt nicht, wie es angezogen aussieht, weil bei Strumpfhosen ist es wirklich eine Sache, wie sie so aussehen und wie sie angezogen aussehen. Super schöne Mermaid-Strumpfhose, aber ich glaube, diese Strumpfhose werde ich niemals in die Waschmaschine oder Trockner oder sonst was packen. Wegen der Schuppen, die da drauf sind. Ich glaube, die kann man nur per Hand waschen. Ich glaube, es wird doch einfach, was ich von AliExpress gekauft habe. Das kommt nämlich jetzt. Es sind Pokémon-Socken. Ich fand die so cute, als ich die gesehen habe. Pikachu, Glumander und Shiggy. Ich hätte mir auch noch Anton kaufen können, aber habe ich irgendwie nicht gemacht. Aber am coolsten ist hier wirklich Pikachu. Weil das hier auch noch solche Öhrchen quasi hat. Das haben Glumander und Shiggy leider nicht. Wäre auch nicht möglich, weil die beide nicht solche Ohren haben, die man da so zeigen kann. Nämlich beide einen ziemlich glatten, runden Kopf. Ah ja, ich fand die mega cute und ich glaube, ein paar Socken hat irgendwie 94 Cent oder sowas gekostet. Also ich blende es ein. Es war auf jeden Fall relativ günstig, aber was ich bei AliExpress sagen muss, man muss gucken, wer PayPal anbietet. Ansonsten, also PayPal bieten, glaube ich, nur, was weiß ich, 10% der Verkäufer dort an. Kreditkarte bieten alle an, ich habe aber keine Kreditkarte. Dann gibt es noch irgendwie sowas wie Webmoney und keine Ahnung. Und ganz, ganz wenige bieten auch eine Überweisung an. Aber das ist wirklich ganz, ganz wenig. Also es war schon eine Tortur, da jemanden zu finden, der dann diese Socken mit PayPal bezahlen lassen wollen würde, tun könnte, hätte, soll.
Und dann habe ich mir auch noch solche Socken gekauft. Einmal mit Peach, Pfirsich und einmal mit einer Erdbeere. So cute! Also das kann ich mir wirklich mega vorstellen, wenn man so weiße Sneaker oder rosane Sneaker anhat. Und dann dieser Part oben drüber rausguckt mit der Erdbeere. Aber was ich hier sagen muss, die Socken sahen genauso aus wie auf der Internetseite. Aber diese hier, die waren unten weiß und oben war dieses Peach-Rosa. Und die sind komplett andersrum. Und was ich auch sagen muss, wenn man diese Socken hier umkrempelt, guckt euch dieses Fadengewusel an. Ja, also schön ist was anderes. Das ist bei den Pokémon-Socken übrigens auch. Ich glaube, das ist bei allen Socken, die man da kauft, die dann irgendwie so ein Muster oder sowas haben. Also so das, was man halt sieht, sieht schön aus, aber innen drin sieht es nicht schön aus. Ja, und das war es auch, was ich von AliExpress gekauft habe. Ja. Ich finde, AliExpress hat sehr lange gedauert und ich finde auch irgendwie, der Service ist bei Joom besser. Was ich euch unbedingt erzählen muss, bei Joom, ein Teil ist bei mir jetzt wirklich nicht angekommen. Es ist absolut nicht mehr angekommen. Und man hat ja so eine Zeitspanne, die angegeben wird, wenn man etwas kauft. Sagen wir, ich kaufe es am 10. März und die Zeitspanne, bis es bei mir ankommt, keine Ahnung, ist 5. Mai oder sowas. Ist ja eine sehr große Zeitspanne. Aber wenn diese Zeitspanne kurz vorm Ablaufen ist, so ein, zwei Tage, dann bekommt man eine E-Mail von wegen, du hast ja noch nicht angegeben, dass dein Paket angekommen ist. Wenn es nicht angekommen ist, dann solltest du jetzt aktiv werden, damit du dein Geld zurückkriegst. Irgendwie sowas Ähnliches steht da drin. Und dann kann man einfach nach Joom hingehen, sagen, ich habe das Paket nicht erhalten. Und man bekommt anstandslos, wirklich anstandslos, sein Geld zurück. Das ist extrem gut. Die weisen einen erstmal darauf hin, dass es kurz vorm Auslaufen ist, wenn man das noch nicht bekommen hat und gesagt hat, ja, ich hab's bekommen. Und dann bekommt man wirklich anstandslos sein Geld zurück. Also das ist mega Service. Man muss nicht vorher irgendwie eine E-Mail schreiben und irgendwem was erklären. Man muss einfach nur diesen Button drücken, nein, ich hab's nicht bekommen und fertig. Also davon konnten sich manche deutsche Online-Shops auch eine Scheibe von abschneiden, weil da muss man stellenweise E-Mails hin und her schreiben und bla und blub und keine Ahnung was erklären. Und bei Joom bekommt man einfach anstandslos sein Geld zurück. Also das fand ich echt mega krass. Ich habe mir eine Beanie-Mütze in rosa gekauft. Eigentlich wollte ich mir ganz viele, so einmal den Pastellregenbogen kaufen, aber die einzige pastellfarbene, die ich wirklich gefunden habe, war diese rosane. Ich finde auch ein paar andere schön, aber die gehen mehr in so eine neonfarbige Richtung. Ich finde solche Mützen halt richtig cool und dann kann ich da irgendwelche Pins und sowas dran machen, die dann auch zu irgendwelchen Outfits passen. Wird in künftigen Style-Walkthroughs oder was auch immer auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Nämlich ein paar Dinge kommen, die ich gekauft habe, kommt die sowieso zum Einsatz, das weiß ich jetzt schon. Aber das wird ein anderes Video. Und die ist auch richtig gut verarbeitet, was ich sagen kann. Bis auf, dass jetzt hier so ein Faden hängt. Also ich habe sie gerade umgekrempelt, so sieht sie von innen aus. Dann habe ich mir Glöckchen gekauft, wie man hören kann. Aber es sind nicht nur Glöckchen, es sind Katzenohren mit Glöckchen dran. Ich habe mir die in allen Farben gekauft, bis auf weiße. Die hatte ich mir schon irgendwann mal vorher gekauft. Ich glaube, die haben auch nur 90 Cent jedes Paar gekostet. Also einmal ist es so ein lila Ton. Was ich bei dem ja aber sagen muss, ich glaube, im Internet sah der lila Ton dunkler aus. Das hier ist wirklich ein Pastelllila und der lila Ton im Internet sah dunkler aus. Und hier wackeln auch beide. Also beide Glöckchen geben Töne ab. Dann habe ich den ganzen Spaß auch nochmal in rosa. Was ich hier ein bisschen schade finde, dass das Innere des Ohrs derselbe rosa Ton ist wie der rosa Ton außen. Und hier geben auch beide Töne von sich. Dann das gleiche nochmal in schwarz. Und hier diese Glocke ist kaputt. Und die hier gibt einen Ton von sich. Und auch nochmal in grau. Und hier bimmeln wieder beide. Bei den weißen Ohren war auch ein Glöckchen kaputt. Also mal hat man Glück, dass beide Glöckchen funktionieren. Mal funktioniert nur eins. Dann habe ich mir Wimpern gekauft.
einmal in so einem Style, einmal diese Packung, wobei die Packung wirklich extrem gelitten hat während des Transports. Die ist schon fast aufgeplatzt, aber sie hält noch. Und dann noch einmal in diesem Style, die hatte ich mir schon einmal gekauft und den fand ich ganz cute und deswegen habe ich mir die nochmal gekauft. Und dann habe ich mir noch Elfenohren gekauft, die man so aufstecken kann. Ich muss sie natürlich noch anpassen mit meiner Foundation, dass es auch zu meiner Haut passt. Aber ja, jetzt bin ich eine Elfe. Halten gerade sogar relativ gut. Für 3 Sekunden, die ich sie trage. Yay, kann ich jetzt sagen. Nein. Aber es hätte ja sein können, dass sie sofort wieder runterfallen. Und das Allerbeste habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Und es sind Katzenohrenkopfhörer. Wow, they are so cute. Meine sind allerdings nicht blau, sondern sie sind pink. Yay. Und mega cute. Die funktionieren sogar an meinem iPhone, das habe ich getestet. Die Kopfhörer, die ich bei meinem iPhone mit dabei bekommen habe, die haben nie funktioniert. Von vornherein nicht. Irgendwie waren die defekt oder sowas, keine Ahnung. Und man kann die halt so drehen und dann umklappen. Die Dinger hier kann man auch noch individuell anpassen. Und hier dran kann man die auch verlängern, aber ich brauche die kürzeste Variante, ansonsten sind mir die Dinger zu groß. Und oh, man sieht es gar nicht. Die können leuchten. Da, jetzt blinken sie. Also einmal sind sie ganz an, dann blinken sie. Und dann sind sie aus. Das Einzige, was ich komisch finde, es gab dazu auch eine kleine Beschreibung. Also wenn man einmal drückt, sie leuchten, dann sind sie an und man kann Musik hören. Wenn man nochmal drückt, dann blinken sie und man kann Musik hören. Wenn man nochmal drückt, dann leuchten sie nicht mehr, man kann Musik hören. Und wenn man dann ein viertes Mal drückt, sollten sie eigentlich aus sein. Aber irgendwie, wenn ich dann ein viertes Mal drücke, dann fangen sie wieder an zu leuchten. Also ich glaube, diese Dinger gehen nie aus oder die erkennen dann, wenn sie Ton abgeben sollen und wann nicht. I don't know. Es war auf jeden Fall noch ein USB-Ladekabel dabei. Das wird auch am selben Ohr gemacht, wo der Knopf ist. Und der Sound da drin ist wirklich nicht schlecht. Also ich glaube, es ist jetzt nicht der allerbeste Sound, aber es ist auch nicht der schlechteste Sound, den ich jemals gehört habe. Als ich damit YouTube-Videos gehört habe, so ASMR ein bisschen oder auch so mal meine Videos, weil wenn ich die über das Handy so höre oder über einen Laptop so, ist der Sound definitiv anders. Mit den Kopfhörern finde ich das 1000-mal besser. Die sind hier oben auch gepolstert, das hier ist auch gepolstert, also ich finde die Dinger mega gut. Aber ihr müsst da auf jeden Fall gucken, also ich habe sehr lange rumgesucht, wer denn der günstigste ist, weil die Katzenohren werden sehr häufig verkauft. Der eine möchte 22 Euro dafür, der andere 16 Euro. Und ich bin hinterher bei einem gelandet, der hatte dann so eine stündliche Aktion, irgendwie sowas, dass das Ganze nur noch 15 Euro oder sowas kostet. Ja, also ich werde es euch auf jeden Fall verlinken. Vielleicht ist diese Aktion ja nochmal. Und da könnt ihr auch coole Katzenohren kaufen. Genau dann, wenn ich die Ohren aufsetze, stoppt die Aufnahme. Aber die dämmen auch irgendwie extrem die Lautstärke. Also wenn ich mich jetzt reden höre, es ist quasi sehr, sehr leise, was ich von meiner Stimme höre. Die Elfenohren halten auch noch. Also ich bin jetzt eine Katzenelfe. Und den ganzen Spaß hier gibt es in diesen Farben. Also grün, gelb, pink, blau und weiß. Und jetzt nochmal mit Licht. Yay! Ja, aber das war's dann nochmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.